Herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Diät Video auf meinem Kanal. Ein Video, auf das viele schon lange gewartet haben, denn heute werde ich endlich mal verraten, was die Wärmepumpe wirklich gekostet hat. Dann beantworte ich heute die Frage, wie das mit dem Verwendungsnachweis für den Zuschuss funktioniert. Das gehe ich mit euch direkt durch. Und am Schluss philosophiere ich noch ein bisschen über die Frage, ob dieser Zuschuss eigentlich gerechtfertigt ist und ob das die Energiewende voranbringt. Das wird gleichzeitig das letzte Video in der Vorbereitungs- und Installationsphase. Jetzt werden nur noch Videos kommen im Betrieb und mit den Erfahrungen der Wärmepumpe. Wenn euch diese Videos gefallen, dann liked bitte dieses Video und abonniert meinen Kanal, dann könnt ihr auch die zukünftigen immer zuverlässig sehen. Und für mich ist es ein Stück weit Wertschätzung für meine Arbeit und Offenheit, die ich hier an den Tag lege. Und wenn wir schon davon sprechen, wenn ihr selbst eine Expertise habt oder etwas, was ihr gerne rausbringen möchtet, ich bin ja auch Coach für die Bühne und für die Kamera. Also wenn ihr selber eure Botschaft auf Videos und auf YouTube rausbringen wollt, dann schreibt mir oder klickt unten auf den Link. Jetzt aber geht's los mit dem Video zu Kosten und Zuschuss für die Wärmepumpe. Vielleicht setze ich mich erstmal noch kurz hin, um diese Geschichte noch einmal ganz im Überblick zu sehen, weil das hat jetzt wirklich sehr lange gedauert. Wie gesagt, der Energieberater war im Dezember bei mir. Ich hatte im Oktober schon angefragt, 2022 wohlgemerkt. Und dann habe ich angefangen, Informationen einzuholen. Geht das überhaupt? Das ist alles mit Videos begleitet. Ich habe auch frühzeitig mit Lambda Kontakt aufgenommen und dadurch einen wesentlichen Vorteil gehabt, nämlich ich musste nicht wie manche anderen 50 Wochen auf die Wärmepumpe warten, sondern konnte sie dann bekommen, wann ich sie brauchte. Ich habe am 11. Juni den Zuschussantrag gestellt, auch dazu gibt es ein Video. Und nachdem ich dann schon wenige Tage später die Genehmigung des Zuschusses hatte, habe ich den Auftrag gegeben. Das war am 21.06. Ja, und dann hätte es eigentlich losgehen sollen, aber der Pufferspeicher war nicht lieferbar. Und die Arbeiten begannen dann am 8. September nach dem Sommerurlaub und dauerten auch etwas länger als gedacht, bis zum 25.09. Und im letzten Video habe ich nun beschrieben, wieso es noch so lange gedauert hat, bis ich wirklich alle Kosten zusammen hatte. Das war die Sache mit dem hydraulischen Abgleich, der deutlich länger gedauert hatte und zweimal gemacht werden musste, weil er nicht ganz richtig berechnet war. So, damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Es geht um den Verwendungsnachweis, den man hier online in diesem Portal vornimmt. Ich habe mich zunächst gut darauf vorbereitet, indem ich mir die Checkliste genau angeschaut habe. Aber trotzdem, ein paar Fragen gibt es natürlich immer noch und die gehen wir jetzt zusammen durch. Also, ich melde mich im BAFA-Portal mit meinem von mir erstellten Zugang an. Dann erscheint hier schon mein Vertrag und ich kann nun Dokumente zum Antrag hochladen und den Verwendungsnachweis einreichen. So, dafür muss ich erst einmal bestätigen, dass diese Angaben stimmen. Am Ende muss ich eben ein paar Erklärungen vornehmen, dass ich keine anderen Förderungen bekomme und nicht doppelten Antrag gestellt habe. Das ist natürlich klar. Und hier gebe ich dann noch meine Kontoverbindung für den Zuschuss ein. So, jetzt muss ich die Inbetriebnahme eintragen. Da wähle ich sinnvollerweise dasselbe Datum wie in der Erklärung des Installateurs. Da habe ich dann lieber nochmal nachgeguckt. Das war der 25.09.2023. So, und jetzt muss ich ganz viele Dinge bestätigen, die eigentlich selbstverständlich sind. Aber ich muss erklären, dass die Maßnahmen vollständig umgesetzt wurden und dass ich mindestens 10 Jahre das so nutzen muss, dass die Heizungstechnik für den spezifizierten Zweck eingesetzt wird. Und jetzt beantrage ich die Förderung für die Wärmepumpe. Und jetzt bin ich ein bisschen erschrocken, weil jetzt stand es, ich soll von allen Rechnungen die Rechnungsnummer, das Datum, den Betrag und die Rechnungspositionen angeben. Und jetzt dachte ich, um Gottes Willen, muss ich denn jetzt hier alle 14 oder 22 Positionen hier reinschreiben? Habe mich dann nochmal erkundigt und habe festgestellt, nein, es geht nur darum, dass wenn ich eine Rechnung habe, die sowohl Positionen enthält, die für den Antrag gültig sind und welche, die noch andere Sachen waren, dass ich dann die Positionen eintragen muss. Aber in dem Fall habe ich einfach hingeschrieben, alle Positionen und das war's dann. Genau, ich habe also die Rechnung von Sommerfeld Bad Heizung Design eingetragen, habe dann noch geschaut, dass das alles stimmt, die Rechnungsnummer, das Datum, die Beträge. Ich habe mich entschieden, nicht die Vorabschlagsrechnung mit aufzuführen, sondern nur die Schlussrechnung, weil aus der ergibt sich ja auch der Vorabschlag. Dann haben wir die Rechnung vom Elektriker. Auch da habe ich immer geschaut, dass ich den richtigen Betrag auch aus dem Kontoauszug nochmal nachgeprüft habe, dass ich den richtigen Betrag eintrage, auch den ich bezahlt habe.
Dann Plan G, das sind die Erdaushebearbeiten und das Fundament. Und zuletzt noch den Energieberater. Es ist eine Luftwärmepumpe von Lambda, die ist dort auch schon eingepflegt, sodass man einfach die nur auswählen musste. Die ist gelistet, sonst hätte man noch die Effizienz nachweisen müssen. Genau, und wichtig ist zu bestätigen, die zu versorgenden Wohneinheiten werden zu mindestens 65% durch erneuerbare Energien beheizt. Gehen wir mal davon aus, dass der Strommix immer 65% erneuerbar ist. Übers Jahr gesehen dürfte das hinkommen. So, jetzt habe ich die Gasheizung ja ordnungsgemäß demontieren und demolieren lassen. Dafür bekomme ich dann nochmal einen extra Bonus, deswegen habe ich das nochmal ganz genau durchgelesen. Aber ja, dann diesen Heizungstauschbonus kann ich also beantragen. Dann habe ich eine lange datenschutzrechtliche Belehrung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Bei dem Klick auf Weiter kam dann, das Datum darf nicht vor dem Datum der Antragstellung liegen. Dann habe ich eben den Energieberater rausgenommen. Habe ich nicht ganz verstanden, aber nachdem ich insgesamt eben auch über die 45.000 sowieso komme, war das dann nicht so wichtig. Dann bereitet das System nun doch schon vor. Also die entsprechenden Rechnungen, die werden genau bezeichnet, die ich hochladen muss. Und eine Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben. Da muss ich einfach bestätigen, dass ich wahrheitsgemäß das hier angebe. Und in der Fachunternehmererklärung, da waren eben solche paar Kleinigkeiten wie die Wärmepumpen sind mit Schnittstellen ausgestattet, die automatisiert netzdienlich aktiviert und betrieben werden kann. Wärmemengenzähler wurde installiert. Wärmepumpen sind mit einer Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige ausgestattet. Das sind alles Sachen, da habe ich tatsächlich nochmal bei Lambda nachgefragt, um die Häkchen auch richtig zu setzen. Dann hat man am Schluss hier nochmal eine Übersicht über alles, was man eingetragen und angegeben hat, was man hochgeladen hat. Ja, und dann kommt der Zeitpunkt, wo die Nerven ein bisschen flattern. Hat man jetzt alles richtig gemacht? Wird es das Geld geben? Das werde ich wahrscheinlich ungefähr in 8 Wochen erfahren. So lange dauert es offensichtlich im Moment, bis dieser Antrag dann auch bearbeitet und das Geld überwiesen ist. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, wofür diese Kosten denn entstanden sind. Und ich habe zum einen natürlich vom Installateur diese große Rechnung. Die besteht zu einem weiten Teil aus der Lambda-Wärmepumpe für 15.390 Euro, dem Pufferspeicher 2.238, der Frischwasserstation für 1.732, der Hydraulikstation für 1.304 und dann noch ein paar Umschaltventile, Anschlussset, Erdreich und so weiter. Insgesamt 21.080 Euro. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, das ist schon ein bisschen der Mercedes unter den Wärmepumpen und auch in der Anlage und Konfiguration, wie ich ihn mir jetzt hier eingebaut habe. Das geht sicherlich günstiger, aber so habt ihr ein bisschen einen Überblick. Dann gibt es weitere Materialien, die für die Installation benötigt werden, unter anderem Rohre für Heizung und Wasser inklusive Isolierung alleine 2.225 Euro. Dieses Material summiert sich auf 4.336 Euro. Dann habe ich 5 Heizkörper ausgetauscht, die inklusive Ventile 3.900 Euro kosten. Das ist gar nicht so der große Posten. Dann haben wir Arbeitsaufwand vom Installateur insgesamt 4.815 Euro und die Mehrwertsteuer 6.483 Euro. Da kommen wir nachher nochmal zu. Der Installateur hat also insgesamt 40.606 bekommen. Dann habe ich 2.442 Euro für den Aushub und das Fundament für die Wärmepumpe gebraucht. Und wir haben 3.474 Euro für die Elektroarbeiten ausgegeben. Und dann habe ich noch die Planungsarbeiten vom Ingenieurbüro für 1.190 Euro. Ja, der hydraulische Abgleich, die raumweise Heizlastberechnung, all diese Dinge sind da drin. Und damit habe ich eben Gesamtkosten von insgesamt 47.712 Euro. Vielleicht noch einmal im Überblick gesagt, 21.000 davon Wärmepumpe und Material, 5.500 davon sonstiges Material für Installation und Elektrik, 3.900 für die Heizkörper, ca. 10.000 Euro insgesamt von dieser Gesamtsumme sind Arbeitskosten und Dienstleistungen und die Mehrwertsteuer von 7.600 Euro, also insgesamt ca. 48.000 Euro. Wenn jemand von euch die früheren Videos auch schon gesehen hat, dann hatte ich damals mit dem Energieberater gesprochen und er hatte mir geraten, immer mehr zu beantragen, als ich eigentlich laut Voranschlägen brauche. Ich hatte in den Kostenvoranschlägen ungefähr 38.000 Euro und habe entsprechend mal 45.000 eingereicht.
Und ich bin tatsächlich leider über diese 45.000 gekommen. Was bedeutet, dass ich eben nur die eingereichte Zuschussfördersumme von 18.000 Euro, 40% von 45.000 Euro bekommen kann und nicht mehr, auch wenn ich mehr Geld verbraucht habe. Also an dieser Stelle an alle, die das künftig machen wollen, schlagt einfach nochmal 10.000 drauf. Man weiß nie, wofür es gut ist. Was sind die Gründe für diesen Fehler, den ich gemacht habe? Zum einen, ich habe die Energieberaterkosten im Überschlag nicht berücksichtigt von 1.190 Euro. Wir hatten tatsächlich die Elektroarbeiten überhaupt nicht auf dem Schirm und schon gar nicht, dass es so viel sein würde, 3.470 Euro. Die Fundamentarbeiten waren aufwendiger als gedacht, weil da auch, sagen wir mal, eine gewisse Unerfahrenheit mit dieser Art von Wärmepumpe und dem Durchmesser des Rohres und der dafür benötigten Fläche bestand. Und natürlich war auch der Daniel Sommerfeld viel mehr bei uns im Keller, als er zunächst dachte. Und es musste noch dieses und jenes noch zusätzlich umgesetzt werden, damit genug Platz war im Heizungskeller und so weiter. Von diesem Aufwand hatte er allerdings nur ungefähr 2.000 Euro mehr berechnet als vorher. Naja, und auf diese gerade genannten zusätzlichen Leistungen entfällt natürlich auch noch eine zusätzliche Mehrwertsteuer von ca. 2.000 Euro. Und damit haben wir diese 10.000 zusammen. Und wenn ich schon dieses Video über den Zuschuss und den Verwendungsnachweis mache, möchte ich das schon noch gerne aus meiner Sicht mal kurz kommentieren. Meine erste Meinung dazu ist, ehrlich gesagt, der Staat bezahlt eigentlich gar nicht viel. Hä, wieso? Ich kriege doch 18.000 Euro. Naja, gut. Von diesen 18.000 Euro holt sich der Staat über die Mehrwertsteuer auf alles, was ich selber ja bezahlt habe, schon wieder 7.600 zurück. Von dem Rest, also den von mir bezahlten Dienstleistungen und eigentlich sogar teilweise die Ausrüstungsgegenstände, die sind eigentlich alle in Deutschland oder zumindest in der EU besteuert. Wenn wir diese 40.000 Euro entweder Betriebsgewinne oder Löhne ansetzen, wird ein guter Teil davon, nehmen wir mal 30%, letztendlich über Steuern wieder beim Staat landen. In der Tendenz würde ich sagen, der Staat verzichtet zum Teil auf Steuereinnahmen oder auf die Mehrwertsteuer, aber er zahlt da nicht drauf. Der zweite Aspekt dieser Förderung ist, aus meiner Sicht profitiert tatsächlich die Allgemeinheit davon wirklich in großem Maße. Denn was ich festgestellt habe, ist, dass der Elektriker, der Installateur, die sind alle noch nicht so vertraut mit dem Thema Wärmepumpe. Da besteht teilweise keine Routine, keine Erfahrung. Da dauern Vorgänge deutlich länger. Das kostet Geld und das kostet mein Geld. Da müssen Sachen doppelt gemacht werden. Da werden Sachen falsch gemacht, die ich dann wieder korrigieren muss. All das bezahle ich am Ende auch mit. Und anders gesagt, ich glaube, wenn wir durch so einen Zuschuss Erfahrungen dafür schaffen in der Welt der Installateure und Elektriker, dann werden davon in 5 Jahren alle profitieren, denn es wird schneller gehen, es wird günstiger sein, es wird billiger sein. Und ich denke, das ist auch letztendlich der Gedanke dieser Zuschüsse. Und das vielleicht zum Dritten, deswegen habe ich ein relativ ruhiges Gewissen, dass ich diesen Zuschuss bekomme. Ja, natürlich muss man wohlhabend sein, um sich überhaupt solche Summen leisten zu können. Das ist schon völlig richtig. Aber ich mache das ja auch. Ich setze privates Kapital ein, um diese Technik, die ich interessant und sinnvoll finde, auch mit voranzubringen. Und dass es für diese 50.000 Euro auch eine bessere Renditemöglichkeit gegeben hätte, dürfte auch allen einleuchten. Auch wenn ich schon dafür gesorgt habe, dass es wirtschaftlich jetzt nicht der völlige Absturz ist. Und es wird aber auch 15 bis 20 Jahre dauern, bis diese Kosten dann eingespielt sind. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Auch mit der Frage, ob diese Zuschüsse berechtigt sind. Like dieses Video, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Da wird es sicherlich um die ersten Erfahrungen mit meiner Wärmepumpe im Winter gehen und die ersten Zahlen und Berechnungen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und bis dahin, euer Dieser Dad.